Noch vor einem Jahr hätte kaum jemand auch nur einen Pfifferling auf Aktien aus diesem Land gesetzt und doch performen sie jetzt wie verrückt. Wie ihr davon jetzt noch profitieren könnt, das erfahrt ihr jetzt sofort in diesem Video. Seid gegrüßt, liebe Börsianer, herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal. Wieder mal, ihr wisst, ich bin für euch immer auf der Suche nach steigenden Aktien, nach Aktien, die eine hohe Aufwärtsdynamik aufweisen. Trotzdem beginne ich dieses Video mit einem Mann, der eigentlich fürs krasse Gegenteil steht, für eine katastrophale Wirtschaftspolitik, die sein Land bis heute schädigt und entsprechend auch den nationalen Aktienmarkt. Und trotzdem wird dieser Mann hier von vielen seiner Landsleute auch heute noch geliebt, obwohl er bereits seit 1974 tot ist. Na, weiß es? Hat jemand eine Idee? Richtig, es ist Juan Perón, der ehemalige argentinische Präsident und mehr als das, der Begründer einer eigenen politischen Richtung, die seinen Namen trägt und die sich wie ein schleichendes Gift durch Argentinien hindurchschlängelt, der Peronismus. Diese Frau hier, Evita Perón, das ist seine zweite Ehefrau und die wird ebenfalls bis heute als Nationalheldin verehrt. Was hat es mit diesem Peronismus auf sich? Nun, im Gegensatz zum entfesselten Kapitalismus ist dies eine Art entfesselter Sozialismus. Ein ausufernder Wohlstandsstaat, wo der Staat überall die Finger im Spiel hat, viel zu viel ausgibt für Sozialleistungen, garniert mit extremer Korruption. Und für alle diejenigen, die, wie ich, 1974 oder früher geboren sind, aber in Argentinien, die mussten bereits drei Hyperinflationsphasen miterleben, 75, 89 und 90, multiple Schuldenkrisen, unter anderem 2011 und 2018, die quasi mit dem Totalverlust für Inhaber argentinischer Anleihen geendet haben und auch mit großer Armut in weiten Teilen der Bevölkerung. Und trotzdem hat der Peronismus weiter viele Anhänger im Land, das ist dieses Groteske. Und die Folge: in Argentinien haben wir im Mai diesen Jahres eine Inflation von 114,2% gehabt. Die argentinische Notenbank prophezeit einen weiteren Anstieg bis auf 149% und damit korrespondierend einen schockierenden Leitzins von 97%. Das Problem, der liegt immer noch unterhalb der Inflationsrate. Deshalb flüchten die Anleger aus dem argentinischen Peso. Der hat gegenüber dem Dollar nochmal 40% verloren seit Jahresbeginn. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso sollte ich eigentlich überhaupt in so ein Land investieren, dann habt ihr damit recht. Man sollte nicht in argentinische Aktien investieren, nicht mittelfristig und langfristig. Aber man kann natürlich traden und versuchen, diesen kurzfristigen Trend auszunutzen. Falls ihr das alles nicht wollt und sagt, Argentinien, das ist nichts für mich, habe ich einen anderen Tipp für euch. Telekom-Aktien, die werfen momentan Dividendenrenditen von 11% und mehr ab, sogar die großen Unternehmen. Und die sezieren wir am Samstag im neuen Aktienreport kostenlos für euch. Einfach unten auf den www.aktien-report.de Link klicken und bekommt den Report am Samstag sofort automatisch kostenlos in eure Mailbox. So, jetzt aber zurück nach Argentinien. Ja, ihr habt richtig gehört vorhin, Aufwärtstrend. Wie bitte geht denn das? Solche katastrophalen Rahmenbedingungen und Aufwärtstrend? Nun, argentinische Firmen, die im Ausland Einnahmen zum Beispiel in Euro oder Dollar generieren, die profitieren natürlich von diesem schwachen Peso. Und wenn sie gleichzeitig das Währungsrisiko gehedged haben, wie zum Beispiel Pampa Energia, dann explodieren die Gewinne sogar regelrecht und damit eben auch die Kurse. Hier mal der Chart von Pampa, einer meiner Favoriten. Das ist der größte private Stromversorger Argentiniens, der gleichzeitig auch über große Öl- und Gasvorkommen verfügt und sein Währungsrisiko eben tatsächlich weitgehend abgesichert hat. Die Folge: seit ich die Aktie meinen Lesern erstmals bei $18,15 vorgestellt habe, ist der Kurs um 137% regelrecht explodiert. Wir liegen jetzt bei knapp 43 Dollar, das ist aber immer noch weit unter den historischen Hochs von 73 Dollar. KGV immer noch nur bei 8 für 2023. Das heißt, es ist definitiv noch Luft nach oben, und zwar auch aus politischer Sicht. Denn im Oktober stehen in Argentinien Neuwahlen an, bei denen wahrscheinlich ein wirtschaftsfreundlicherer Kandidat gewinnen wird. Es ist nicht mehr lange hin bis Oktober und bis dahin dürften politisch keine Störfeuer mehr kommen. Im Gegenteil, die Hoffnung auf Besserung, die herrscht momentan vor, und so lang könnte es eben weiter nach oben gehen. Ich bin mir zwar recht sicher, dass diese Hoffnungen am Ende wieder mal enttäuscht werden, denn die beiden potenziellen neuen Präsidenten Sergio Massa,
Das ist dieser Herr hier und der momentane Bürgermeister von Buenos Aires, Horacio Larreta, der hier, die gelten bei Insidern leider als typische Crony-Kapitalisten. Das heißt, Kumpelkapitalisten, Vetternwirtschaftskapitalisten soll heißen, ihnen geht es nicht wirklich um freie Märkte, sondern eher um gute geschäftliche Rahmenbedingungen für ihre Freunde. Aber wie gesagt, noch ist es Zukunftsmusik, noch geht es schnell nach oben an den Aktienmärkten. Und wie spielt man jetzt so einen Trend? Nun, mit der guten alten Momentumstrategie, zum Beispiel danach da war es. Das heißt, Kauf bei Ausbruch, stoppt knapp drunter und dann schauen, wie weit rennt die Aktie noch. Ich habe euch das bei Pampa mal eingezeichnet, exemplarisch. Wir haben zunächst einen Anstieg auf neue Hochs mit dynamisch steigenden Handelsumsätzen. Das war am 26. Juni hat die Aktie da ihr neues 52-Wochen-Hoch bei 44,30 Dollar erzielt. Danach ein lokales Tief bei 41,22 Dollar. Und seither halten diese Begrenzungen. Und damit hat sich eine neue Davos-Box ausgebildet, diese dunkelblaue Einkreisung. Handelsvolumina, die sind hoch, ausreichend hoch. 100.000 bis 400.000 Aktien pro Tag wurden da gehandelt. Das heißt, wir können mit Stop-Buy-Orders arbeiten. Zum Beispiel bei 44,31 über dem alten Hoch wird die ausgelöst. Dann kann man direkt danach einen Stopp unter das Ende der Box platzieren, nämlich bei 41,21 Dollar. Dann habt ihr euer Kursrisiko von vornherein auf 7% reduziert und könnt zuschauen, wie die Aktie hoffentlich weiter nach oben läuft und dann euren Stopp eben entsprechend nachziehen, sobald die Aktie die nächste Davos-Box ausgebildet hat. Und das ist dann der Fall, wenn sie eben zunächst ein neues lokales Hoch markiert, zum Beispiel bei 50 Dollar, dann wieder ein neues lokales Tief, zum Beispiel bei 47 Dollar und dann eben in dieser Begrenzung läuft, dann könnt ihr den Stopp knapp drunter ziehen und habt euch schon mal einen kleinen Gewinn gesichert, selbst wenn die Aktie dann ausgestoppt werden sollte und unter diesen erhöhten Stopp fallen sollte. Und dieses Spielchen könnt ihr so lang treiben, bis sich immer neue Davos-Boxen aufeinander auftürmen. Und das Gute ist, es gibt nochmal zwei argentinische Aktien mit dieser Konstellation. Und zwar zum einen Grupo Financiero Galicia, das US-Kürzel GGAL, ist einer der größten brasilianischen Banken. Und die Konstellation hier ist ganz ähnlich. Dynamischer Anstieg bei hohen Volumina, jetzt Konsolidierung, Ausbildung der Davos-Box, Stopp bei wäre hier bei 18,17, Stop-Loss 16,41, Anfangsrisiko also hier knapp 10% und Wert Nummer 3, der wohl spekulativste Irsa Inversiones, ein Immobilienunternehmen, besitzt Einkaufszentren, Kinos, Bürogebäude und so weiter, 23er KGV von 7,8. Da gab es heftige Kursausschläge, zuletzt entsprechend ist die Davos-Box hier weiter, heißt wir haben ein höheres Anfangsrisiko, Stopp-Buy wäre 8,59, Stop-Loss 7,50 für ein Anfangsrisiko von 12,7%. Die genauen Daten, wie die kompletten Namen, US-Kürzel, WKN etc., die findet ihr alle in der Beschreibung dieses Videos. Und wichtig, solche und ähnliche Trades, die machen nur dann Sinn, wenn ihr über einen US-Broker, wie zum Beispiel Interactive Brokers, wirklich diese Aktien sehr günstig handeln könnt, zu niedrigen Gebühren. Auch in Deutschland sind sie handelbar. Der Spread ist sogar bei Pampa und Galicia ganz okay mit 0,6 bzw. 1,5%. Kann man also handeln bei TradeGate zum Beispiel, sollte dann aber unbedingt beim Kauf und Verkauf mit Limits agieren und diese Stop-Buy, Stop-Loss-Marken nur mental im Auge behalten. Und was, wenn es nicht funktioniert? Wenn die Aktien nicht mehr weiter steigen, ich kann ja mit meiner These auch falsch liegen, überhaupt gilt ja alles nur meine Meinung hier, keine Anlageberatung. Nun, dann streichen wir einfach unsere Kauforder wieder und schauen nach den nächsten Trendaktien. So einfach ist es. So viel mal für heute. Wenn jemand von euch bereits für argentinischen Aktien investiert ist, dann bitte gern kommentieren, auch eure Erfahrungen oder wenn ihr sonst Fragen habt, auch die Kommentarfunktion nutzen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Kanalabo natürlich freuen. Ansonsten denkt an den Aktienreport von Samstag. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Armin Prag. Ciao, ciao.